Herzlich willkommen und vielen Dank, dass du eingeschaltet hast für die 51. Folge Odyssey im Auftrag des Königs. Ja, jetzt gucken wir erstmal als erstes. Ich habe nämlich eine Nachricht von den Alain Dufon bekommen. Ich sollte ja nochmal was durchlesen. Das mache ich jetzt auch. Und zwar irgendein Papier zum Erpresserbrief. Nein, das muss irgendwie hier gewesen sein. Nächste Lieferung. Ring der Geschwindigkeit. Das war das, was ich lesen sollte. Aha. Ich habe eine erstaunliche Entdeckung gemacht. In einem alten Buch fand ich die Anleitung, einen Geschwindigkeitsring herzustellen. Wenn mir das tatsächlich gelingen sollte, bin ich ein gemachter Mann. Auf Condera fehlen mir aber die nötigen Zutaten. Ich gehe daher nach Tamora. Dort werde ich am besten gleich mit dem Statthalter sprechen. Vielleicht wird er mich bei meinem Vorhaben unterstützen. Brengar. Ja, aber hallo, was gab's denn jetzt wieder für eine lustige Quest? Und zwar Ring der Geschwindigkeit, eine Quest. Ich habe von einem gewissen Berenger, also Berengar oder Berenger, einen interessanten Zettel mit der Höhle der Goblin-Piraten auf Condera gefunden. Richtig, das haben wir ja in den Folgen davor. In diesem ist von einem geheimnisvollen Ring die Rede, der die Fähigkeit haben soll, seinen Träger eine enorme Geschwindigkeit zu verleihen. Das hört sich gut an. Berengar oder eine Fortsetzung seines Berichts werden wohl auf Tamora zu finden sein, da dieser beabsichtigt, den Statthalter der Insel aufzusuchen. Ja, okay. Lange Rede, Bertha ist auch noch hier. Honigstabak, den klaue ich mal lieber nicht. Ja, jetzt ist es Tag hell und hier ist auch der Marktstand und ich soll ja Pfeile für Finko besorgen. Ja. Man kann mit ihm handeln. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Und, da fällt mir gerade auf, ich habe noch Amulette und sowas. Aber gehen wir erstmal hier hoch. Gucken wir, ob irgendwelche Müllgeschichten hier sind, die ich nicht brauche. 50 Pfeile, 244. Ach so, 50 Feuerpfeile, schön. Ich könnte ihm die Bolzen verkaufen. Was hältst du denn davon? Ja. Gibt ein bisschen Patte. Und ansonsten irgendein. Ich könnte ihm hier die Goldschmuckgeschichten hier verkaufen. Gibt ja ordentlich Gold. Aber ich bin mir noch nie so sicher. Juwelenschatulle. Was ist denn das, ein scharfes Messer? Sieht aus wie ein Rasiermesser. Gut, okay. Soll es erstmal gewesen sein. Und im Logbucheintrag für Pfeile für Finko. Ach ja, da muss ich irgendwelche Jäger aufsuchen. Ach, da sind die da unten vor dem Stadttor. Das wird auch noch lustig. Jetzt muss ich mich orientieren, was meine Fähigkeiten angehen. Stärke 60, Geschick 50 und Lernpunkte habe ich sogar 10. Ja, 10 Lernpunkte, da kann man ja noch was lernen. Ich soll ja Schmieden lernen, hey, beim Hawk. Hallo, was machst du hier? Ich verkaufe hier in Tamora einige Waren, hauptsächlich Lebensmittel. Schließlich muss ich ja von was leben. Wenn du also etwas brauchst, schau dir an, was ich habe. Vielleicht ist da das Passende dabei. Na, gucken wir mal, was er denn so Besonderes Zeig hat. Zeig mir deine Ware. Der Garl. Wie, also das kenne ich noch nicht. Bauernbrot. Hey, es gibt verschiedene Brotsorten hier in Odyssey. Das finde ich ja klasse. Bauernkäse. Ach, dann nennt sich der Bauernkäse. Okay. Fischsuppe, was ist das? Ein Ei. Ja. Chili. Hey, Chili. Habe ich selber Chili? Weiß ich gar nicht. Ach, hier gibt es noch einen Käse. Okay, es gibt noch verschiedene Käsesorten. Normales Brot, was ist das? Eine Birne? Sachen gibt es hier. Oh, Bauernschinken. Ach, ich liebe Bauernschinken. Vor allem selbst geräuchert. Gut, okay, das sind Töpfe mit Käsesuppe. Kräftige Käsesuppe. Schmackhafte Karottensuppe. Leute. Ich habe gerade schon gegessen. Ich kriege aber wieder Hunger. Dann, was haben wir denn hier? Ein Kürbis. Ich dachte, das wäre ein Karamellbonbon. Sieht eher aus wie ein Karamellbonbon von diesem einen Wächter da oder Wärter. Ein Salat. Schön. Dann haben wir noch hier Rezepte. Ja. Und hier das Salz. Okay, ja, dann, schön.
Und was gibt's Neues? Lasse das von jemand anderem erzählen. Zum Quatschen habe ich nicht viel Zeit. Ja, okay. So, mit Lars hatten wir ja auch gequatscht schon und Finko auch. Okay, dann wollen wir mal hier ein paar Peoples kennenlernen. Die Helena, die haben wir schon, den Ruben haben wir auch schon. Wo geht's denn hier hin? Hier geht's zum Ralf. Das sieht aus wie so eine lustige Kneipe ohne Wirt. Oder er ist der Wirt, der Stefan. Ich grüße euch, Paladin. So viel der Ehre. Ein Paladin bin ich nicht. So? Du trägst aber deren Rüstung. Das ist richtig. Hier gab es sowas wie eine kleine Revolution. Die Paladine und Waffenknechte, die ursprünglich hier stationiert waren, mussten auf das Festland, um dieses gegen die Orks zu verteidigen. Was aus uns Bürgern wurde, hat dabei keinen interessiert. Wir wurden einfach allein gelassen und waren vollkommen schutzlos. Da hat uns Bruno schließlich vorgeschlagen, dass wir uns unabhängig vom König machen sollen. Er öffnete die Waffenkammer und teilte alle noch vorhandenen Rüstungen und Waffen an uns aus. Dann ließ er uns mit Schwert und Armbrust trainieren, damit wir uns gegen mögliche Feinde verteidigen konnten. Die Besten von uns durften schließlich die Waffen und Rüstungen der Paladine tragen. Im Grunde aber sind wir einfache Bürger, die gezwungen wurden, sich selbst zu helfen. Ah ja, wir müssen zum Statthalter. Ich muss zum Statthalter. Bestechung. Zu Bruno willst du? Oha. Vergiss es. Man lässt niemanden in die Burg. Wer ist Mann? Ich. Dann lass mich zu Bruno. Ich muss ihn unbedingt sprechen. Wahrscheinlich, um ihn zu überzeugen, wieder ein braver Untertan des Königs zu werden, was? Kann schon sein. Wusste ich es doch. Aber darauf legen wir keinen Wert, klar? Der Kerl hat uns im Stich gelassen. Jetzt pfeifen wir auf ihn. Ich sehe das etwas anders. Außerdem wisst ihr ja gar nicht, was euch erwartet, wenn die Orks diesen Krieg gewinnen sollten. Worauf willst du hinaus? Vielleicht passiert uns ja gar nicht so viel. Immerhin stehen wir in Verhandlungen mit ihnen. Das wird ja immer besser. Jetzt schließt ihr euch sogar den Orks an. Wer hat euch denn zu so einem Mist geraten? Jetzt passt bloß auf, was du sagst. Bruno weiß schon, was er tut. Außerdem ist da noch Fulko, der ihn berät. Das soll also schon passieren. Und wer ist dieser Fulko, bitteschön? Brunos Berater. Er hat vorgeschlagen, dass wir mit den Orks in Verhandlungen treten sollen, zumal jetzt einige Orks-Söldner auf der Insel gelandet sind. Wie sieht es jetzt aus? Lässt du mich nun in die Burg, ja oder nein? Nun, vielleicht ließe sich da was machen. Geht's auch konkreter? Nun, ich wäre bereit, dir den Schlüssel zur Burg zu übergeben. Wenn du... Wenn ich was? Zum einen, hier auf Tamora gibt es einiges zu tun. Sprich mal mit den Leuten und hilf ihnen. Gerne. Wenn du genug getan hast, bist du deinem Wunsch, mit Bruno zu sprechen, schon einen großen Schritt näher gekommen. Du sagtest zum einen, also stellst du noch eine weitere Bedingung. Ja, wir Wachen haben von Bruno schon lange keinen Sold mehr bekommen. Von daher könntest du uns etwas unterstützen. Was heißt ihr Sold? Ich dachte, ihr macht das alles freiwillig hier. Machst du Witze? Diese Scheiße haben wir uns schließlich nicht ausgesucht. Also was ist? Gibst du uns nun etwas Gold oder nicht? Mal sehen. An wie viel dachtest du denn? Sagen wir 500 Goldstücke. Und das ist noch verdammt billig. Dich hat wohl ein Snapper gebissen oder was? 500 Goldstücke für einen mickrigen Schlüssel? Vergiss es. Dann eben nicht. Dann lässt du es eben. Keiner zwingt dich ja schließlich, mit Bruno zu sprechen. Und jetzt vergeude nicht länger meine Zeit. Ach, Leute. Das ist natürlich ein teurer Deal. Aber schauen wir mal, was über Fulko zu berichten gibt. Erzähl mir was über Fulko. Über Fulko? Was willst du denn über ihn wissen? Was ist das für ein Mann? Keine Ahnung. Ich kenne ihn nicht so gut. Wie bitte? Ich denke, er ist der wichtigste Berater des Statthalters. Und du als Anführer der Wachen kennst ihn nicht so gut? Das kannst du mir nicht weismachen. Es ist aber so. Naja, schließlich ist Fulko noch nicht so lange auf unserer Insel. Wie? Nicht lange auf eurer Insel? Und trotzdem schon der zweitmächtigste Mann auf Tamora? Das musst du mir aber jetzt genauer erklären. Was gibt es da großartig zu erklären? Fulko kam eines Tages auf die Insel und verlangte, den Statthalter zu sprechen. Kurz darauf verkündete Bruno, dass Fulko sein neuer Berater geworden ist. So einfach war das. Und sowas macht dich nicht stutzig? Warum? Zum Denken werde ich nicht bezahlt. Verstehe. War es das jetzt, oder willst du noch mehr wissen? Ja. Eins noch. Konnte man, bevor Fulko kam, ebenfalls so schwer in die Burg kommen wie jetzt? Nein,
Das Burgtor wurde erst seit einigen Tagen verschlossen. Das heißt, dass jeder vorher mit Bruno ungehindert sprechen konnte. Richtig, genau so war es. Und jetzt auf einmal nicht mehr? Fällt dir da nichts auf? Was soll mir da schon auffallen? Ich denke mir, dass Bruno einfach nur seine Ruhe haben will, mehr nicht. Na, das ist ja doll. Also so weit Beklopptes. Ja, was ist mit den Orksöldnern? Was ist mit den Orksöldnern? Nun, zurzeit herrscht ein Waffenstillstand zwischen ihnen und uns. Das heißt, man kann sich frei bewegen, oder was? Nein, das nicht. Der Waffenstillstand betrifft nur die Stadt. Das heißt, dass man von den Söldnern angegriffen wird, wenn man sich außerhalb der Stadtmauern befindet? Ja, genauso verhält sich die Sache. Aber wir hoffen, uns mit den Söldnern einigen zu können. Dann hört der Spuk hoffentlich bald auf. Aha. Also das waren ja die, die mich vor den Toren der Stadt ja angegriffen haben mit Pfeilenbogen und auch anderen Schwertern. Ja, kann ich mit Bruno sprechen? Das ist wahrscheinlich wegen der Schlüsselgeschichte. Kann ich mit Bruno sprechen? Nun, mal überlegen. Ich habe mit Finko über dich gesprochen. Aha. Er ist sich noch nicht sicher, ob man dir so ohne weiteres vertrauen kann. Solange du nicht bereit bist, mir die 500 Goldstücke zu geben, werde ich dich nicht zu Bruno lassen. Also treibe das Gold gefälligst auf, klar? Die Leute hier misstrauen dir. Du bist nun mal ein Kämpfer des Königs von Myrtana. Okidoki. Dann fragen wir nochmal nach einer Aufgabe. Hast du vielleicht eine Aufgabe für mich? Gut, dass du mich fragst. Ich hätte in der Tat eine für dich. Was ist das für eine Aufgabe? Am Strand befindet sich ein Wachturm, wo sich einer unserer Leute befindet. Leider haben wir schon seit längerer Zeit keine Nachricht mehr von ihm erhalten. Es sollte daher unbedingt einer mal vorbeischauen. Verstehe. Du möchtest, dass ich bei der Wache Erkundigungen einziehe. So ist es. Wenn du deine Sache gut machst, wäre ich auch bereit, dir 100 Goldstücke für diesen Job zu geben. Einverstanden. Ich mache mich sogleich auf den Weg. Na, dann sind das nur noch 400 Goldstücke für den Schlüssel, damit ich in die Burg kann. Schauen wir doch mal hier ins Logbuch rein. Nachricht vom Wachturm, das haben wir eben gehört. Dann die Orksöldner, genau, man wird angegriffen. Ein zwielichtiger Berater. Das ist der, wie hieß er nochmal? Dieser Bruno Fulco. Fulco hieß der richtig, ja. Das wird also eine schöne Detektivsache. Bestechung der Wache. Stefan, der Anführer der Wachen von Tamora. Okay, das ist das mit den 500 Goldstücken. Und weiter geht es im Spiel, nachdem ich gespeichert habe. Ja, das verspricht hier wirklich eine... Na warte, du dreckiger Dieb! ...eine interessante Mod zu werden. Erkunde die gesamte Karte, vielleicht findest du in den abgelegenen Gebieten seltsame Pflanzen, starke Artefakte oder wertvolle Gegenstände, die du gut verkaufen kannst. Das war mir ein schöner Ladebildschirm, fand ich. Und hier ist nochmal Ralf. Hey du! Den haben wir noch nicht gesprochen. Ich bin auf der Durchreise und... Ja, ja. Ist mir schon klar, dass du dich hier auf der Morgan nicht niederlassen willst. Na, will ich auch keinem bei diesen Unruhen heutzutage raten. Irgendwann werden uns die Orks und ihre verdammten Söldner erledigen. So viel ist schon mal klar. Aber bis es soweit ist, können wir beide noch ein gutes Geschäft machen. Also, wie sieht es aus? Willst du etwas bei mir kaufen? Ich hätte da einiges im Angebot. Ja, dann mach mal. Was hast du denn? Zeig mir deine Ware. Im Angebot. Sturmknecht. Ah, schon wieder so. Die sehen aus wie Fackeln oder Knüppeln. Gut, da ist ein Windknecht. Benötigte Stärke 25, Schaden 15. Was sind das für... Hä? Windknecht und Sturmknecht. Das ist aber ein Unterschied, was die an Schaden haben. Was haben wir denn hier? Feldrübe, Heilkraut, Heilwurzel, Feuerkraut, Feuerwurzel. Nee. Fellknöterich, Ring der Erzhaut, Stachel, Laborwasserflasche und Goldbrock. Na, nichts Besonderes. Und was gibt's sonst? Und sonst? Noch leben wir. Und das ist die Hauptsache. Schön. Also, ich darf hier das Bier noch nicht mal nehmen. Hat das Ding hier eine... Zum lustigen Knappen. Zum lustigen Knappen. Zum knappen lustigen. Ja, ich gehe mal, also in diesen Häusern waren wir schon, da oben waren wir auch. Wer ist er hier? Adam, mit dem haben wir, meine ich, schon gequatscht. Oh, da vorne ein Schmiedchen. Aber bevor das der Fall ist,
War ich hier schon drin? Nein, glaube nicht. Da habe ich da eine Holzscheibe. Also war ich hier noch nicht drin. Das ist schön. Mal durchquetschen hier. Kann ich wieder ein paar Pfeilschäfte schnitzen. Aber mal gucken, wo es das gibt. Hier gibt es einen Robot, einen Amboss, Wassereimer. Alles, was man zum Schmieden braucht. Hey, Robert. Hey, du. Hallo. Hallo. Willst du ein Schwert kaufen? Dann muss ich dich enttäuschen. An Fremde darf ich keine Waffen verkaufen. Befehl von Bruno. Na schön. Allerdings, etwas Schmiedezubehör kannst du gerne von mir haben. Da wird dir wohl kein Hahn danach krähen, wenn ich dir etwas davon gebe. Schmiedezubehör. Aha. Wie Zubehör? Ja, gucken wir mal. Wie sieht's mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Schmiedehammer. Oh, Pfeile hat er, gut zu wissen. Bolzen, Söldnergürtel, Schutz für Waffen, Klingen, blühende Klingen, oh, da wird es mir heiß in der Tasche. Blühender Stahl, Rohstahl und was haben wir hier? Wahrscheinlich Pfeile und Bolzen, Spitzen. Beutel mit, ach nee, nur Pfeilspitzen, ja okay. Dann kann er mir was Kannst beibringen. Kannst du mir beibringen, ein Schwert zu schmieden? Natürlich, aber nicht umsonst. Klar. 30 Goldstücke bringe ich dir das Schmieden bei. Nee, das will ich aber bei Ibdich machen. Später vielleicht. Das mache ich bei Hawk auf dem Schiff, wie man mir gesagt hat. Erze bringen mir bei, wenn man magische Erzwaffen schmiedet. Ich habe mal eine Frage. Ich habe da mal eine Frage. Nein, Auskünfte darf ich dir auch keine erteilen. Tut mir leid, aber ich bekomme sonst gewaltigen Ärger, wenn sich das herumspricht. Oh. Ah, das ist bestimmt einer mit der intrigiert hier oder sowas. Ja, schauen wir mal, was wir hier haben. Auch eine unverschlossene Tür. Und, das ist aber ein luxuriöses Gemach. Dann werden wir mal Gemach den Hammer hier entnehmen. Ach, hier gibt's Werkbank und Säge. Ja, das heißt also, wir werden erstmal gleich hier unsere Pfeile machen. Ach nee, ich muss wahrscheinlich nochmal. Genau, ich muss ja noch die Holzscheiben hacken. Ah, blöd. Dann ein Bettchen. Dann haben wir hier Fischsuppe. Ah, da hinten liegt was Leckeres. Brot. Wurst. Hammer. Wasser. Und was ist da oben drauf? Das ist doch was. Ach ja, Rohstahl, okay. Wie kriege ich denn die Items? Und zwar ein bisschen erhöht auf was stellen. Dann dürfte das gehen. Hallöchen. Dann gehe ich hier drauf. Auf den Tisch. Und schnapp mir den Rohstahl. Hervorragend. Das Fell kann ich nicht kriegen. Schauen wir mal, was es hier an der Burgmauer für lustige Kräuter gibt. Bis jetzt noch keine. Ah, hier muss ich... Hier muss ich... Was war das? Moment. Kommt der Barkeeper einfach aus der... Warte mal. Hallo. Willkommen, Fremder. Was kannst du mir über die Gegend sagen? Jede Menge. Was willst du wissen? Muss ich auf etwas Besonderes achten? Nun, zurzeit ist bei uns richtig die Hölle los. Es lungern auf der Insel jede Menge Orksöldner herum. Also pass auf, dass du denen nicht auf die Füße trittst. Könnte sonst ungemütlich für dich werden. Gibt es Orte, die ich lieber meiden sollte? Nun eben dort, wo diese verdammten Söldner sind. Wenn du mich aber jetzt fragst, wo die Kerle sitzen, muss ich passen. Die haben sich wahrscheinlich geteilt und machen die Gegend unsicher. Aber das ist noch nicht alles. Wir haben auf Tamora jede Menge Monster. Also halte die Augen offen, wenn dir dein Leben lieb ist. Vor allem solltest du den alten Friedhof meiden, der sich in den westlichen Bergen befindet. Und warum? Weil der verflucht ist, Mann! Da laufen die Untoten des Stammlers herum. Also bleib dem Ort am besten fern. Der Stammler? Wer ist das? Psst!
Nicht so laut. Ja. Der Stammler ist ein mächtiger Geist, der Tote erwecken kann. Schon mancher, der die Ruhe des Friedhofs gestört hat, wurde von den Dienern des Stammlers verfolgt und ist auf grausige Weise zu Tode gekommen. Woher weißt du das? Von jemandem, der das erlebt hat, natürlich. Ein echter Augenzeuge-Mann. Also von einem, der von den Dienern des Stammlers verfolgt und anschließend auf grausige Weise zu Tode gekommen ist. Ja, genau. Quatsch. Natürlich ist der nicht zu Tode gekommen. Sonst hätte er mir das nicht erzählen können. Also ist der Augenzeuge nur fast zu Tode gekommen. So ist es. Hm. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du dich über mich lustig machst. Warum sollte ich? Das scheint mir doch eine todernste Angelegenheit zu sein, oder nicht? Ja, das ist sie auch, Fremder. Und du solltest dich nicht über sowas lustig machen. Sonst holt dich eines Tages noch der Stammler. Jetzt bekomme ich aber Angst. Was weißt du sonst über den Stammler? Wie lange geht er schon um? Viel kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass er einst ein mächtiger Magier war, der damals von den Bewohnern von Tamora wegen irgendeinem Vergehen getötet worden ist. Und wie lange er schon umgeht? Tja, das weiß ich auch nicht. Schon mein Großvater hat mir schaurige Geschichten über ihn erzählt. Aber wenn du mehr über ihn wissen willst, würde ich mich mal in der Burg nach ihm erkundigen. Dort wird man dir mehr über ihn sagen können. Da komme ich aber noch nicht rein, stammel ich mal daher. So, was hat er denn hier zu verkaufen? Zeig mir deine Ware. Ja, gebratener Fleiß, Loose Hammer. Was? Loose Hammer. Okay, das ist ein Getränk, was so heißt. Ist aber auch nichts beschrieben davon. Ja, und Sumpkrautern. Das heißt, der ist hier eben durch... Was ist denn jetzt los? Hey du, hör mir mal zu. Was ist? Du bist doch bestimmt durstig. Kann schon sein. Dann hör mir mal gut zu. Wenn du mir 10 Blauflieder besorgst, brenne ich dir dafür auch 5 Schnäpse. Na, was sagst du? Klingt gut. Abgemacht. Oh, hä? Oh, noch 10 Blauflieder. Ich möchte was war. Okay. Fangen wir mal. Wo finde ich Blauflieder? Ich habe den immer an der Stadtmauer gefunden. Wenn du das Tor verlässt, wirst du gleich rechts davon welchen sehen. Alles klar. Das ist gut. Da gucken wir doch erstmal, ob ich überhaupt 10 Blauflieder habe. Das werde ich bestimmt haben, weil das gibt's ja viel. Oh, Leute, ich bin ein bisschen hier, ne? Und zwar sehen sie ja so aus wie Seraphis, Velayes und, ach, jede Menge Blauflieder. Da brauche ich doch hier nicht irgendwie noch den großen, artigen, weiten Weg zu machen. Warte mal. So, wegen dem Blauflieder hier, bitteschön. Wegen dem Blauflieder? Ja. Ich habe die Pflanzen. Wunderbar. Gib sie mir. Gut. Und hier sind die versprochenen Schnäpse. Wird das Blauflieder-Schnaps sein? Warte. Ja? Was ist? Ich habe gehört, dass du zu Bruno willst. Okay. Wenn du mir nochmal hilfst, bin ich bereit, dich bei Stefan zu empfehlen, damit er dich in die Burg lässt. Und was soll ich hierfür tun? Außer meinem Blauflieder-Schnaps verkaufe ich auch Wacholder-Schnaps, der mir ebenfalls sehr viel Geld einbringt. Leider aber wachsen die Wacholderbeeren an Orten, die nicht ungefährlich sind. Wo findet man denn solche Beeren? Die nächsten Wacholdersträucher findest du südlich von hier, in der Nähe, wo der Holzfäller Gunther lebt. Der Typ mag uns Stadtleute nicht. Also wundere dich nicht über seine einsilbige Art, wenn du mit ihm reden solltest. Wenn du in Richtung der Holzfällerhütte gehst, musst du dich kurz davor links halten, bis du zum Rand dieser Ebene kommst. Wenn du den Rand erreicht hast, kannst du von dort aus das Meer sehen. Auch führt dort ein Weg herunter, über den man ins Sumpfgebiet gelangen kann. Du folgst aber nicht diesem Weg, sondern gehst weiter in südlicher Richtung. Ganz hinten wirst du dann eine alte Feuerstelle finden. Das ist mal ein Lager der Jäger gewesen, wird aber schon lange nicht mehr benutzt. Ein gutes Stück vor der Feuerstelle wirst du 4 Büsche entdecken, wo du genug Wacholderbeeren finden kannst. Du musst mir nur 20 Beeren bringen. Das dürfte fürs Erste reichen. Na schön. Du sagtest aber auch, dass diese Gegend gefährlich ist. Das ist richtig. Es gibt dort Keiler und Wölfe.
Ja, rechne auch damit, einem Schattenläufer zu begegnen. Ja, ja. Davon gibt es nämlich einige auf Tamora. Ach, du liebes Du sollst bisschen. Daher gut auf dich aufpassen, wenn du dorthin gehst. Ja, super Beschreibung. Kann er mir das nicht auf der Karte einzeichnen? Ich möchte was über Fulko wissen. Über Fulko? Na schön. Viel kann ich dir aber nicht über ihn sagen. Der Bursche ist eines Tages hier aufgetaucht und wurde von Bruno kurz darauf zu seinem Berater ernannt. Seitdem gab es hier einige Veränderungen. Der Zugang zur Burg wurde verschlossen und Bruno bekam man noch seltener zu Gesicht als zuvor. Und mehr weißt du nicht über ihn? Zum Beispiel, woher er kam und was er hier will? Nein, tut mir leid. Keine Ahnung. Ich würde aber an deiner Stelle vorsichtig sein. Und wieso? Es wurde schon einer von Fulko eingebuchtet, der mit Bruno nur einmal sprechen wollte. So? Und was wurde aus dem Mann? Der sitzt immer noch im Kerker. Und soviel ich weiß, kommt der auch nicht so schnell da wieder raus. Wie? Und das nur, weil er mit Bruno sprechen wollte? Soviel ich mitbekommen habe, ja. Wo befindet sich der Kerker? Es ist der Turm an der hinteren Stadtmauer. Nicht zu verfehlen. Uiuiuiuiui. Ja, dann gucken wir doch mal. Der Mann im Kerker. Genau. Wacholderbeeren, der Bargeber. Okay. Das ist hier zum Glück alles hier schön beschrieben. In der Nähe Holzfällerhütte, genau gesagt. Ja, okay. Da kann man sich nochmal darauf vertrauen, das auch wirklich zu finden. Ja. Juhu. Jetzt will ich aber trotzdem nochmal. Was ist denn hier los? Kann ich mich eigentlich hinbücken? Nee. Nur mal ins Fenster gucken. So, das Ding ist ja verschlossen, da wo dieser Barkeeper rauskam. Das heißt, versuche ich mal mein Glück. Aha. Nur einmal abgebrochen. So, oh, Katrin. Katrin, hey. Nicht saufen. Hey, wie sieht's aus? Lass mich in Ruhe. Ja, aber klar. Mann, oh Mann, oh Mann. Mit Fremden sprechen die nicht so gerne hier auf Tamora. Hier gibt's nichts zu holen. Ja. Okay, gehen wir mal hier in die Richtung. Da geht es natürlich zur Burg hoch, zum Eingang, denke ich mal. Ja, natürlich, da werde ich sofort abgewiesen. Ich wette mit euch. Mit dir, mit allen. Halt, wo willst du hin? Ich wollte... Tut mir leid, du kannst hier nicht vorbei. Hä? Ich dachte schon, der wollte durch. Okay. Dann gucken wir mal, ob es hier irgendwelche Herbs gibt. Also, Wolterchis und sowas. Und irgendwie andere Geschichten? Nee. Vielleicht am Baum? Die Mensch, hier müsste doch was wachsen. Oh, wer hat denn hier die Sachen gesetzt? Bitte melde dich. ja, die haben wir so ein Stück. Ups, nee. Vielleicht kommen wir von der anderen Seite ran. Okay. Zack. Vielleicht ist das der Kerker? Ist das der Kerker? Nee, ist bestimmt so ein Lager. Lagerraum. Oh. Apfel. Da gibt es bestimmt irgendein Versteck da. Eine Kiste mit Proviant wieder. Na, hau doch. Okay. Jetzt ist er. Und eine Truhe. Verschlossen. Speichern. Yes. Okay. Was haben wir hier? Kohle, Pech und Schwefel. Hey, fällt uns noch Salpeter. Können wir Schwarzpulver herstellen?
Was war noch? Sonst war nichts, ne? Nein. Dann gehen wir mal kurz hoch. Und hier haben wir noch eine Holzscheibe. Super klasse. Muss ich nur noch irgendwo so einen Stumpen finden, wo ich das zu Pfeilschäften spalten kann. Ein leeres Blatt. Ja, da kann ich meinen Eltern wieder schreiben. Hier haben wir Mana-Extrakt-Dinger. Ja, noch eine Truhe. Die ist sogar nicht verschlossen. Da haben wir auch Bolzen und Pfeile. Schöne Sache das. So, sonst noch was? Ja. Pilztabak. Sonst noch irgendwie was versteckt in dieser ominösen... in diesem ominösen Turm, der hier oben offen ist, eingebrochen. Ja, auf jeden Fall mal hier auf die Kisten steigen, denn es könnte sich was hier befinden. Ja, versuche ich es mal hiermit. Ja, gucken wir mal. Nö. Hier befindet sich nur ein schöner Ausblick. Und damit verabschiede ich mich für diese Folge 51. Danke, dass du zugeschaut hast und ich verabschiede mich. Gib mir einen Daumen, schreib einen Kommentar oder anderes. Dann sei noch ein Tschüss gesagt, welches ich hiermit tue. Macht's gut. Tschüss.